Hallo ihr Lieben, ich bin frisch geduscht und gefrühstückt und wir fangen jetzt mit einem sozusagen einen Tagesputz an. Haben schon angefangen, um für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage alles sauber zu haben. Und das ist Marco in der Küche. Und ja, heute Nachmittag gehen wir dann zu meiner Schwester. Sie hat nämlich, für die, die es noch nicht wissen, am Montag völlig überraschend ihr Baby schon bekommen. Das Termin war eigentlich der 10. Januar und er ist jetzt schon am 18. Dezember gekommen. Und da haben wir noch ein Babygeschenk, was wir dann vorbeibringen werden. Und ich glaube, das sind die Pläne heute. Also sehr entspannt, bevor es dann in die Weihnachtsfeiertage geht. So, heute ist Samstag. Und machen jetzt hier sozusagen den vorweihnachtlichen Putz. Immer nimmst du mich beim Putzen auf. Gar nicht wahr. Ist jetzt noch keiner gesehen. Naja. Vorweihnachtlichen Putz. Vor Heiligabend. So, ich habe gerade das letzte Geschenk eingepackt. Das ist für meinen Neffen Jonas, der jetzt da ist. Sehr spontan. Das hatte ich aber schon aus Schweden mitgebracht. Das habe ich jetzt eingepackt. Werde ich noch zu Ende einpacken. So, fertig eingepackt mit goldenem Schleifchen. Und für Jonas von Tante Annika und Onkel Marco. Und hier habe ich so kleine Kistchen, werde ich jetzt nicht zeigen, was drin ist. Für meine Schwestern und für meine Schwiegereltern. Gestern beim Turnen haben wir diese Blumen hier bekommen. Das ist ein riesen Blumenstrauß mit so Winterrosen. Total schön. So, wir haben entschieden, nochmal, bevor es dann dunkel wird, schon bald wieder einen kleinen Spaziergang durch die Nachbarschaft zu machen. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Ein bisschen frische Luft genießen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, wir haben das Geschenk, wir waren spazieren und sind dann direkt zu meiner Schwester, haben das Geschenk vorbeigebracht und unseren Neffen nochmal schön geknuddelt und dann kam bei denen irgendwie noch die Hebamme, war total witzig, eigentlich wollten wir dann gehen, aber dann sind wir doch noch ein bisschen geblieben und haben uns da ein bisschen verquatscht und geknuddelt und ist total genossen, das kleine Neugeborene so kurz vor Weihnachten. Morgen ist Heiligabend. Morgen werden wir zwei hier Heiligabend bei uns zu Hause verbringen, zu zweit. Ich werde morgen auch filmen, aber nur ungefähr bis mittags, bis wir vielleicht essen oder so. Und dann die Bescherung und sowas nicht, weil das ist ein bisschen privat für mich und das möchte ich nicht unbedingt posten, weil das ist ein intimer Moment, der halt nur uns gehört und deswegen möchte ich das jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Aber ja, wir gucken gleich noch einen Weihnachtsfilm, essen jetzt erstmal und ich glaube, das war's dann heute schon. Guten Morgen, es ist Heiligabend heute, es ist ein bisschen düster hier drin, weil wir die Vorhänge zugemacht haben und ein kleines gemütliches Plätzchen hier gemacht haben. Couch ausgefahren, um ein paar Weihnachtsfilme zu gucken. Nur leider trudelt die unter uns schon den ganzen Tag wieder mit ihrem Klavier und ihrer Geige rum. Nicht mal Heiligabend hat man seine Ruhe. Ich glaube, wir sind sehr froh, wenn wir endlich in das Haus ziehen. Wir machen uns jetzt erstmal, wir haben jetzt Mittagszeit, eine kleine Suppe, bevor wir dann nachher überlegen, wann wir mit dem Essen beginnen. Aber jetzt erstmal machen wir es uns schön gemütlich und lassen den Tag schön angehen. Mit wunderschönem Klaviergedudel im Hintergrund, was nicht mal Weihnachtsmusik ist. Achtung. Es werde Licht. Yay! So ihr Lieben, hier werde ich das Video für heute beenden. Bevor wir jetzt in unseren Weihnachts-Heiligabend sozusagen hineinstolpern. Ich hoffe, wenn ihr das gesehen habt, hattet ihr ja schon Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet super tolle Feiertage mit euren Liebsten, dass ihr es genossen habt, ein bisschen zur Ruhe gekommen seid. Und ich wünsche euch dann noch einen guten Rutsch in ein neues, hoffentlich positiv für euch, positives Jahr 2018. Möge es ein magisches Jahr sein und ich sehe euch dann im nächsten Jahr wieder. Bis bald!